Hallo zusammen. Ja, heute kochen wir mal in Elses Küche ein kleines Partyrezept von mir. Das lässt sich in beliebigen Mengen machen. Und zwar als One-Pot-Gericht. Kann es vorbereiten für Partys. Sehr lecker. So, und Ralf zeigt uns jetzt mal, wie das geht. Bleibt dran, viel Spaß. Guck mal, wie der Ralf schneiden kann. Da bin ich ganz neidisch. Ich lasse mir das ja immer schneiden von unserem Koch hier. Vom Kameramann. Vom Kameramann. So, dann gibt es jetzt heute was Herzhaftes. Und zwar habe ich euch ein One-Pot-Gericht mitgebracht. Ein Pasta-Gericht. Und zwar mit Porree und Hackfleisch. Ich habe jetzt ein bisschen Öl in die Pfanne gegeben. Und dann nehmen wir Hackfleisch und braten das jetzt erstmal ein wenig krümelig. Ja, dann brauchen wir dafür 800 ml Wasser und 200 Gramm Schlagsahne als Kochflüssigkeit. Und dann nehmen wir Brühe, und zwar habe ich was ganz Tolles. Das ist Vigeta, das kommt aus Kroatien ursprünglich. Das ist ganz natürlich, ohne viel Zusatzstoffe, so eine Brühe mit Gemüse. Das kommt dann gleich hier noch ran. Das müsst ihr auch so ein bisschen nach Geschmack machen. Zum Fleisch kommt jetzt frisch gemahlener Pfeffer. Und ich nehme immer Kräutersalz, könnt aber auch normales nehmen. Und dann brete schön kross. So, jetzt ist das schön krümelig gebraten. Und jetzt fügen wir einfach den Lauch bei und lassen das so 5-7 Minuten mitschmoren. So, und jetzt kommt die Mischung aus Sahne und Wasser und Brühe dazu. Und wir lassen das jetzt so 5-10 Minuten köcheln. Und dann kommen die Nudeln herein. So, das ist jetzt ein bisschen geköchelt. Und jetzt tun wir da Penne rein. 500 Gramm. Macht noch ein schönes Geräusch. Macht ein schönes Geräusch. So, dann heben wir das unter. So, dann lassen wir das jetzt al dente kochen. Ich denke mal 10 Minuten. Wir schauen dann mal. Und falls euch dann noch ein bisschen Flüssigkeit fehlt, jede Platte kocht anders, ist kein Problem, noch ein bisschen Wasser, Sahne zu geben, kein Problem. So, jetzt lassen wir das erstmal in Ruhe. So, die Nudeln sind jetzt al dente, also nach meinem Geschmack sieht es ganz gut aus, schön der Porree. Und jetzt kommen 400 Gramm Schmelzkäse rein. Ich habe jetzt Kräuterschmelzkäse genommen, ihr könnt natürlich auch Sahne-Schmelzkäse nehmen, das ist völlig egal. In dem Fall sind es 2x 200 Gramm. Und das lassen wir jetzt noch so 3-4 Minuten mitköcheln und dann richten wir an. So, der One-Pot-Pasta gehacktes Porree-Topf ist fertig. Und dann können wir anrichten. Schön die Penne. So, Freunde, da haben wir einmal unseren schnellen One-Pot. So, und wenn das jetzt nicht lecker aussieht, dann weiß ich auch nicht weiter. Da hat Ralf wieder was ganz Leckeres gekocht. Und ihr kennt das Spielchen, wir haben jetzt keine Zeit mehr für euch. Wir gehen jetzt lecker essen. Ihr guckt leider in die Röhre oder woanders hin. Wir sehen uns aber hoffentlich spätestens beim nächsten Video. Bleibt also neugierig und schaut wieder bei uns rein, denn wir zeigen euch, wie es gemacht wird und das wie immer ganz, ganz einfach. Danke, Ralf, dass du uns so ein leckeres Rezept mitgebracht hast. Cool. Tschüss. Tschüssi.